So, wunderschönen guten Morgen, guten Tag. Ich bin der Thor von der Urquelle Diamant oder Urquelle Outdoor. Und ich bin hier bei dem Outdoor Klaus draußen erleben und wollte mal die Koffer, die er hier auch präsentiert, mal erklären, welche Funktion die überhaupt haben im Detail. Und deshalb bin ich heute hier hingekommen zum Klaus. Und würde jetzt auch gerne den Klaus mal aus dem Publikum nach vorne bitten. Ne? Der darf ja ruhig mal, hallo Klaus. Hallo, du. Wunderschönen guten Morgen nochmal. Ne? Da kann man uns nochmal beide schon sehen. Das ist der Autor Klaus hier von draußen erleben. Ach nee, steht ja gar nicht drauf, meine Güte. Ja, aber macht ja nichts. Okay. Der Klaus wird jetzt mal kurz, der soll ja nicht umsonst da einfach nur rumsitzen, einfach mal schon mal vorpumpen hier mit der Handpumpe, damit wir aus diesem Wasser, wie man sieht, das ist jetzt normalerweise, nehmen wir Regenwasser mit Erde, Kaffee, Coca-Cola, was auch immer den Geschmack verändern kann, filtern mit unserem Station Outdoor-Koffer. Und er macht jetzt einfach, er bereitet mal ein bisschen Wasser vor, haben wir heute noch nicht gemacht, das muss ich gleich auch nochmal wegkippen, reinkippen, die ersten Liter, weil wir das gestern schon benutzt hatten, macht man immer so, dass, sag mal, 1, 2, 3 Liter erstmal, wenn man den Koffer wieder neu benutzt, weggekippt werden. Und danach können wir das natürlich gerne mal probieren. Und genau, da warten wir mal, bis der Klaus da fertig ist. Ich erzähle mal kurz ein bisschen zum Wasser, Thema Wasser überhaupt. Wie wichtig ist Wasser überhaupt für uns, für mich? Aber auch vor allen Dingen für meine Familie, die ist heute auch dabei, für meine Kinder und für uns alle eigentlich. Wenn ich jetzt zu einem TCM-Heilpraktiker gehe, setzt er mich erstmal ins Wartezimmer und gibt mir irgendwie einen Liter Wasser. Und dann kann ich da 10 Minuten, Viertelstunde oder 20 Minuten auch warten und erst dann behandelt er mich überhaupt. Und fragt mich, wie geht's denn jetzt gerade? So wichtig ist Wasser, dass es innerhalb von einer Viertelstunde bis halben Stunde, ja, uns so verändern kann, dass vielleicht die Kopfschmerzen, die Migräne, was auch immer weg sind. Und wir haben es gar nicht verstanden, dass wir einfach viel zu wenig getrunken haben. Oder aber das falsche Wasser getrunken haben. Das geht ja auch. Heutzutage ist das überhaupt gar kein Problem, das falsche Wasser zu trinken. Denn eins darf man verstehen, Wasser darf lebendig sein. Das heißt, aus jeder Quelle, aus jeder Bergquelle oder artesischen Quelle, sagt man auch, wo das Wasser von alleine aus dem Berg kommt oder aus dem Boden quillt, das ist das beste Wasser, was wir uns eigentlich zuführen können. Ja? Nicht das Wasser, Mineralwasser, was wir 500 Meter in der Tiefe abpumpen und die normalen Filterschichten, ja, genommen werden. Da habe ich da unten eine Wasserblase und denke, ich habe super Mineralwasser, wird 500 Meter tief aus so einer Wasserblase geholt und da unten ist Uran und Schwermetalle drin. Und diese Schicht, 15 Jahre bis 20 Jahre braucht das Wasser, um an die Erdoberfläche von da unten zu gelangen. Ja, das machen wir uns überhaupt gar keine Gedanken drüber. Die Kohle, der Kies, der Sand, die Erde, die ganzen Gesteinsschichten, die das Wasser ja filtern über 15 Jahre, bevor es dann an die Erdoberfläche gelangen darf. Das wird dem genommen. Und das ist bei fast jedem Mineralwasser so. Ja? Allein Lauretana weiß ich, dass Lauretana nicht mit Druck nach oben transportiert wird, sondern aus einer artesischen Quelle kommt. Aber alle anderen Mineralwasser weiß ich einfach, dass die mit Druck nach oben geholt werden und dann ist das Wasser schon tot. Egal wie gut es eigentlich von den Inhaltsstoffen vielleicht noch gewesen wäre, ja, es ist totes Wasser. Umkehrosmose, komme ich nachher auch nochmal zu. Totes Wasser. Leitungswasser. Totes Wasser. Und warum? Wenn das Wasser Druck erfährt, das mag das Wasser einfach nicht. Auch keine rechten Winkel, wo es durchgepresst wird mit dem Leitungsdruck, durch die ganzen Rohre. Das mag das Wasser auch nicht. Das Wasser ist sofort tot. Ja? Also nicht sofort. Vielleicht, wenn es gutes Wasser ist, bevor es da durchgepresst wird, ist es vielleicht noch in Ordnung. Aber nach ein paar Kilometern ist es dann schon
ums Wasser geschehen. Warum erzähle ich das? Weil Filtern, es gibt so viele Filter, es gibt so viele Systeme, die das ganze Thema technisch behandeln. Und das ist eben das, wo ich sage, wo wir uns von der Unterschied zu uns ist, zu unserer Wasserfirma Urquelle Outdoor, Urquelle Diamant, einmal für den Outdoor-Bereich, einmal für zu Hause Untertisch. Das unterscheidet uns von den meisten Wassersystemen, dass wir das Wasser nicht technisch nur behandeln. Ich sage nur in Anführungsstrichen. Auch da möchte ich nochmal sagen, jeder Wasserfilter hat irgendwo auch seine Berechtigung. Ja? Ich will das gar nicht schlecht machen, weil heute ist das Leitungswasser, da sind so viele Stoffe drin. Wir reden von 5.000 bis 10.000 Stoffen, die nicht ins Leitungswasser reingehören. Es kommt natürlich immer noch darauf an, wo, in welcher Stadt, in welcher Region, wo kommt das Leitungswasser her. Aber wir wissen heute mittlerweile, dass egal, seit Februar war es ja in den Medien, Pro7, WDR, PFAS, die Chemikalie, da reden wir, tun wir so, als wenn wir vom PFAS von einer Chemikalie reden, dabei sind bis zu 5.000 Chemikalien, ist diese Multichemikalie ist das ja. Das wissen auch die wenigsten. Das ist ja nicht eine Chemikalie, dieses PFAS. Ja? Und das haben wir überall drin. Sie haben es selber zugegeben, weil die Spitze des Eisberges mal wieder geplatzt ist. Ja? Also mussten sie konnten nicht anders, als es zugeben. 2026 ist anversiert, dass sie es eventuell im Griff kriegen oder bis dahin verboten haben, PFAS. Ja? In der Beschichtung Teflon und so weiter. Jede Beschichtung hat PFAS fast. Und wir finden es überall, in jeder Quelle, in jedem Leitungswasser sowieso und in jedem Bach, in jedem See. Und das ist eigentlich eine Katastrophe. Und deshalb ist auch jedes technisch aufbereitete Wasser, auch einfach nur ein Osmosewasser, ohne eine Aufbereitung danach, wie wir sie machen. Wir sagen, wir fangen erst nach der Umkehrosmose an, weil hier haben wir jetzt keine Umkehrosmose in dem Outdoor-Bereich, aber für zu Hause die Urquelle Diamant zum Beispiel, da haben wir natürlich eine Umkehrosmose. Weil die Umkehrosmose ist die einzige, die überhaupt im Nanobereich alle Stoffe rausbekommen kann. Auch die Mineralien, um direkt vorwegzugreifen. Ja, die Mineralien sind auch draußen. Aber genau das ist, der Filter kann ja, die Umkehrosmose kann ja nicht unterscheiden zwischen gut und schlecht. Deshalb muss erstmal alles raus, meiner Ansicht nach. Oder unserer Ansicht nach. Und danach fangen wir dann das Wasser an aufzubereiten. Energetisieren, vitalisieren und auch remineralisieren. Ja? Mit einer Sangokoralle oder Dolomitengestein, wie auch immer. Dolomitenmineral. Und genau. Und wenn wir das dann geschafft haben, haben wir dann ein lebendiges, hexagonales Wasser, das wie aus einer Bergquelle, das haben wir übrigens auch zertifiziert. Wir haben unser Wasser weggeschickt in ein Schweizer Labor. Das hat das bestätigt, dass unser Wasser hexagonal ist, also lebendig. Und deshalb nochmal da zurück. Andere Filtersysteme sind natürlich trotz alledem wichtig in der heutigen Zeit. Ja, wenn ich mich gut ernähre, kann ich auch ruhig Osmosewasser trinken. Nur Osmose, sage ich. Weil es hat auch eine hohe Aufnahmekraft, wirkt entschlackend, entgiftend, ja? Was ein volles Wasser so und so nicht mehr kann. Und deshalb hat es seine Berechtigung, solange ich mich gut ernähre, am besten rohköstlich. Dann habe ich alle Mineralien, alles, was ich brauche. Aber wenn ich Umkehrosmose habe und nur Industriefood, Fastfood oder wie auch immer zu mir nehme, dann kann es kritisch werden. Ich habe es aus eigener Erfahrung erlebt. Damals vor 12 Jahren, als ich noch nur eine Umkehrosmose hatte, dass Kunden Beschwerden danach bekommen haben, weil sie sich nicht mit Mineralien versorgt haben, obwohl ich es ihnen gesagt habe, wenn ihr dieses Wasser trinkt, das ist sehr gut für euch, aber remineralisiert euch bitte täglich. Und wie das dann so ist, das geht da rein, da raus und die Probleme fangen an. Deshalb haben wir heute bei uns, bei der Urquelle Diamant, eine Remineralisierung eh vorgesehen mit der Sangokoralle, dann kann das nicht passieren. Wir haben dann Magnesium-Calcium 2:1,
so wie es dem menschlichen Knochenaufbau, dem menschlichen Körper am ähnlichsten ist. Deshalb haben wir die Sangokoralle genommen, 70 Spurenelemente, aber wir haben auch eben noch eine Keimsperre drin, wir haben Edelschungit, Maifa-Mineralgestein noch drin, EM-Keramik zur Löschung der Information, aber da komme ich später nochmal zu. Ich sehe gerade, der Klaus ist fertig, hat sich ganz klammheimlich davon gestohlen. Lassen wir ihn mal im Publikum sitzen. So, aber dann muss ich das jetzt selber machen. Ich wollte eigentlich, dass er die Flasche nochmal voll macht hier. Und ich pumpe jetzt mal hier. Man sieht, also hier kriegen wir in einer Minute circa 1,3 bis 1,5 Liter Wasser raus mit dieser Handpumpe. Was eigentlich gar keine Handpumpe ist, sondern da drin wäre eigentlich ein Keramikfilter, so wie Katadyn. Ja? Wir benutzen es als Pumpe auch. So, ich pumpe noch mal ein bisschen. So, das kann jetzt noch mal ein bisschen nachlaufen. Ich muss erstmal was trinken, Entschuldigung. Wir haben heute, ich glaube, weiß nicht, 30, 33 Grad hier. Deshalb bin ich so ein bisschen aus der Puste auch. Warum? Das ist der Station, das ist der große Koffer von uns. Die kleine Handpumpe, wir hatten vorher die große Pumpe noch. Das ist natürlich, wenn man unterwegs sein will und so, ein bisschen groß geraten. Wir haben dann die kleine gefunden, die aber eigentlich ein Keramikfilter ist. Also mal angenommen, wir wollen auf eine Tagesexkursion oder 3-Tage-Exkursion, dann kann ich den einfach in meinen Rucksack packen, wenn ich nicht diesen hier habe, in meinen Rucksack packen und bin unterwegs und kann überleben. Überleben sage ich deshalb, weil ein Keramikfilter natürlich keine Lösung ist, außer, sage ich mal, wenn ich wirklich unterwegs bin und aus jedem Brackwasser trinken muss oder möchte, wie Ukraine, Afrika, wo ich dann mal, sage ich mal, 3-4 Tage unterwegs bin oder aber wo es auch wirklich ums Überleben geht. Denn Bakterien, Keime und E. coli und sowas kriegt der Filter natürlich wunderbar raus, aber dann hört es auch schon auf. Schwermetalle, Hormone und was weiß ich nicht alles bleibt natürlich drin. Also auch die ganzen Nanopartikel, die wir mittlerweile an Chemikalien, PFAS und so, kann der natürlich nicht rausfiltern. Das heißt, überleben. Aber wenn ich mit meiner Familie leben möchte, das heißt, ich bin 5 Monate im Jahr unterwegs, oder war ich, zurzeit nicht, war ich früher unterwegs und dann mit meiner Familie irgendwo, und dann möchte ich natürlich so einen Koffer haben. Und den hatte ich auch früher. Ich hatte einen amerikanischen Schulbus oder einen kanadischen Schulbus und den hatte ich mir ausgebaut. Und unter der Küche habe ich den hier installiert. Weil Tough Case, das ist hier Tough Case, die sind schlagfest, wasserdicht. Man kann die auch innen drin isolieren, wenn man in Temperaturen möchte, wo unter 0 Grad ist. Den habe ich unter die Küche installiert, damit ich nicht im Wohnmobil noch mehr Platz verliere. Ja? Und das hat wunderbar funktioniert. Ich habe dann für meine Familie und mich lebendiges Wasser mit mir. Nicht nur überleben, sondern leben mit meiner Familie. Jetzt möchte ich euch mal unsere Outdoor-Koffer, Rucksack, großer Station, kleiner Kompaktkoffer vorstellen. Und was unterscheidet uns denn überhaupt von anderen Systemen? Wie gesagt, nochmal, jedes Filtersystem hat seine Berechtigung und jeder hat aber vielleicht auch eine andere Philosophie. Und unsere Philosophie ist nicht nur die technische, den Fokus auf das Technische zu legen, sondern auch den Fokus darauf zu legen, das Wasser so natürlich wie möglich wieder lebendig zu machen. Weil da liegt der große Unterschied zwischen totem Wasser und lebendigem Wasser. Hatte ich vorhin schon mal erklärt, gehe ich jetzt nicht wieder darauf ein. Aber wie schaffen wir das mit unserem System hier? Ich gehe mal hier rüber, hier sieht man es eigentlich ganz schön. Hier an dem Rucksack kann ich Folgendes erklären. Das Wasser läuft quasi durch den Sedimentfilter
Keimsperre und dann haben wir einen Carbon-Block-Filter von Carbonit hier. Und da wird das Wasser erstmal gefiltert und danach läuft es durch unsere Vortex. Ich kann sie hier nochmal zeigen. Das ist unsere Implosionstechnik und Verwirbelung. Da an diesen Schnittpunkten implodiert das Wasser wie in einem natürlichen Bachlauf oder in einer natürlichen Quelle. An der kleinsten Stelle implodiert das Wasser. Das schafft diese Vortex hier. Und dann haben wir hier unsere Energiekartusche, Vitalisierung. Da haben wir die EM-Keramik, wir haben Maifan-Mineral, wir haben Edelschungit und wir haben Amethyst da drin, sowie Rosenquarz und Bergkristall. Und genau, und dann kann man natürlich kleine UMH noch zu der Vortex nehmen, die dann auch nochmal zusätzliche Informationen, eine Verwirbelung mit Implosion. Die Vortex wie auch die UMH, da drin ist auch, das ist nach dem goldenen Schnitt, nach der heiligen Geometrie verwandt worden. Das ist auch nochmal hochspeziell und dadurch kriegen wir das Wasser eben wieder lebendig. So, das war der Rucksack. Warum der Rucksack, sage ich jetzt mal. Ja, der Rucksack hat natürlich eine ganz andere Funktion oder Einsatzbereich, wie jetzt der große Koffer oder aber hier der kleine Koffer. Der Rucksack kann das gleiche wie der große Koffer hier, ja, weil hier habe ich ja auch diese drei Kartuschen, einmal Carbonit, Keimsperre und Sediment, sowie die Vortex und unsere Energie- und Vitalisierungskartusche. Der Einsatzbereich des Rucksacks liegt speziell darin, wenn man zum Beispiel mit einer Gruppe von Menschen unterwegs ist, weil hier können wir bis zu 8000 Liter Wasser regenerieren in bester, lebendiger Qualität. Und wir dann mit einer Gruppe von Menschen unterwegs sind beim Trekking, wo wir, sage ich mal, vielleicht sogar so wie wir es waren, mit meiner Familie einen Monat oder auch länger unterwegs ist, dann möchte ich vernünftiges Wasser haben. Das heißt, einer von der Gruppe kann den Rucksack tragen und die anderen das Gepäck und man ist immer gut aufgestellt. Ja? Des Weiteren kann man natürlich auch sagen, oh, Militär ist bei uns auch schon angekommen. Ja? Dass Militär, die jetzt vielleicht zu Fuß unterwegs sind in der Wildnis, was weiß ich wo, ist das natürlich auch. Also alle, die so einen großen Koffer nicht mitnehmen können, ja, sind damit gut aufgestellt. So, das ist ein ganz anderer Einsatzbereich. Oder aber, wie jetzt mit der Ukraine, wurde das natürlich auch gerne genommen, weil man halt beweglich ist damit. Ja? Man kann ihn auf den Rücken schnallen, super Qualität. So, jetzt kommen wir zu dem großen Koffer. Der große Koffer hat auch unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten, so wie ich vorhin erklärt habe, in Uruguay unter dem Riesenbus oder unter meinem Campervan kann ich ihn installieren, der ist stoßfest, wasserdicht, ja, kann ich ihn mitnehmen. Oder aber auch in einer Krisensituation, wie jetzt zum Beispiel ein ganzes Dorf in Afrika oder wo auch immer, kann ich damit versorgen. Gibt es sogar mit Solar und Powerbank und so weiter, falls ich keinen Strom habe. Ja? Also hiermit kann ich ein ganzes Dorf versorgen, 8.000 bis 10.000 Liter Kapazität, bevor Filterwechsel. Das heißt, wie gesagt nochmal, nicht nur überleben. Hiermit habe ich super tolles Quellwasser, also lebendiges Wasser. Das heißt, ich kann über einen langen Zeitraum Menschen versorgen und sie haben beste Wasserqualität. Genau, der kleine Koffer hier unterscheidet sich darin, dass er eine Kartusche weniger hat. Da haben wir den Kohleblockfilter und die Keimsperre in einem. Ja? Deshalb hat er aber auch nur die Hälfte Kapazität bevor Filterwechsel, anstatt 8 oder 10, 4 oder 5.000 Liter. Ja? Das ist der Unterschied bei dem kleinen Kompakt. Trotzdem immer noch genauso gut. Ja, was kann der Koffer im Gegensatz zu unserer Home Edition, der Urquelle Diamant? Outdoor-Bereich. Ich bin unterwegs, ja, oder Krise, aber meistens Campervan, Expedition, Expeditionsfahrzeuge, die auf Reisen sind. Wir bieten aber auch mittlerweile Lösungen an, wo wir auf Koffer und Rucksack verzichten können und das System einfach installiert wird in dem Fahrzeug, wo es denn hin soll. Ja, das möchte ich auch nochmal erwähnen, das ist ganz wichtig. Und bieten natürlich auch
eine Vor-dem-Tank-Situation an. Jeder Campervan, jedes Expeditionsfahrzeug ist natürlich auch immer wieder individuell zu betrachten. Sprecht uns einfach an und wir werden eine Lösung finden. Damit ihr auch seht, das habe ich jetzt gerade nicht aus der Leitung abgefüllt, sondern hier aus dem Behälter hinter mir. Unser gefiltertes Wasser. Und da haben wir natürlich alles Mögliche reingekippt. Kaffee, Cola, was den Geschmack auch verändert. Es schmeckt richtig gut, wie aus einer Quelle. So, der Klaus hatte vorher gesagt, bevor wir hier angefangen haben, oder einer aus dem Publikum, naja, was ist denn, wenn ich da reinpinkel? Interessiert mich null. Ich habe es selber ausprobiert. Sorry, wenn ich das so sage. Gar kein Thema für unseren Filter. Was ist der Unterschied zu, da komme ich jetzt mal drauf rum, zu unserer Urquelle Diamant? Das ist die Urquelle Diamant. Und die ist für zu Hause Untertisch. Da ist unsere Umkehrosmose drin, unsere Filtration, Vorfilter, Nachfilter für den Geschmack und die Umkehrosmose, eine ganz große Filtration. Und dann haben wir hier eine richtig große Energiebox, wo dann das nochmal ein bisschen größer aufgestellt ist, was wir hier in der einen Kartusche haben. Ja, haben wir da mit einer Sangokoralle, so wie wir es hier sehen, ja, die Energie- und Vitalisierungskartusche. Und auch mit EM-Keramik und Maifa-Mineral nochmal. Ja? Das hier für zu Hause ist für Leitungswasser gedacht. Warum so ein Unterschied? Weil Leitungswasser viel höher belastet ist, als wenn ich jetzt ganz bewusst Regenwasser nehme, Bachwasser, Brunnenwasser. Ja? Im Leitungswasser haben wir mittlerweile, wie ich schon mal erwähnt habe, 5.000 bis 10.000 Stoffe drin, die da nicht reingehören, im Nanobereich. Und das ist natürlich mit denen nicht möglich, nur bedingt möglich. Ja, da trennen sich auch so ein bisschen die Meinungen, aber Nitrat, Glyphosat können die nicht rausfiltern. Deshalb darf ich da auch immer beachten bei, wo filter ich mein Wasser draußen. Ja? Aber im Brunnenbereich, wenn ich jetzt nicht direkt den Bauer nebenan habe, der mit Agrar irgendwie Gülle fährt und so weiter und so fort, das darf man hier schon mit berücksichtigen. Ja? Das brauche ich hierbei nicht. Hierbei haben wir die Umkehrosmose, die zieht und filtert alles raus. Dann ist das Wasser tot, wie schon gesagt, bei der Umkehrosmose, weil die mit Druck arbeitet. Und dann bereiten wir das Wasser auf die natürlichste Art und Weise auf, wie man es nur machen kann. Ja? Und wird danach wieder energetisiert, vitalisiert und auch remineralisiert. Deshalb ist das hier eine ganz andere Geschichte für zu Hause, fürs Leitungswasser, als für den Outdoor-Bereich. Das wollte ich nur noch mal sagen. Ich möchte jetzt gleich mal jemanden hier aus dem Publikum haben, der mir ein paar Fragen stellt. Und da werde ich jetzt mal drauf zugehen und jemanden raussuchen. Ich würde dich bitten, einfach mal zu mir nach vorne kommen. Du hast dich bereit erklärt, mir mal ein paar Fragen zu stellen. Weil richtig, hallo. Da scheue ich mich natürlich nicht vor. Ne? Und ich habe dir auch gesagt, egal was es ist, du kannst mich egal was fragen. Ich bin 12 Jahre im Thema. Und wenn ich etwas nicht weiß, dann gebe ich es auch zu. Das ist ja? Gut, das ist gut. Ne? Also, weil mich fasziniert das Thema. Also ich habe die Koffer hier beim Klaus bei Draußen erleben jetzt schon mehrfach gesehen, konnte es aber nie greifen. Mhm. Es ist für mich logisch nachvollziehbar, was ist ein Filter, was sind die Aufgaben eines Filters. Für mich ist es aber schwierig zu begreifen, was ist zum Beispiel hier eine Vortex, was passiert hier drinnen, was verändere ich und was bringt es mir im Umschluss. Das ist für mich die Frage, weil, gesagt, Filter gibt es genügend Hersteller, wie du vorhin schon gesagt hast. Aber habe ich persönlich noch nie gesehen. Genau. Das ist ja jetzt hier nicht so eine Mini-Verwirbelung, sondern hier wird auch nicht nur verwirbelt. Hier wird, wie gesagt, an den Schnittpunkten implodiert das Wasser. Und das ist ganz wichtig, dass man versteht, dass eine Implosion in einem natürlichen Bachlauf oder in einer Quelle ständig stattfindet, weil dieser Strudel, der sich da entwickelt, an der kleinsten Stelle, da implodiert das Wasser und da werden die Cluster aufgebrochen und dadurch kann überhaupt eine neue Struktur entstehen und auch eine Lebendigkeit entstehen. Solange das nicht passiert, ich nehme immer gerne das Beispiel der Emscher bei uns in Nordrhein-Westfalen, da hat man auch, war man so schlau, Viktor Schauberger hat davor gewarnt, nichts begradigen, lass den natürlichen Fluss des Wassers bestehen. Ja? Was ist passiert? Die Emscher ist natürlich umgekippt. Und auch der Kanal,
Jetzt renaturalisieren sie wieder alles mit Riesenaufwand. Ja? Wir Menschen denken ja immer, wir sind schlauer und wir wissen es besser, ne? Obwohl Experten davor gewarnt haben. Und genau das ist das, was zum Beispiel dieses Röhrchen hier kann. Das verwirbelt und implodiert das Wasser wie in einer natürlichen Quelle oder einem Bachlauf, okay. Wo das Wasser seinen natürlichen Lauf nehmen darf. Ja? Das Gleiche aber habe ich hier. Das ist die kleine UMH. Ja. Hier habe ich mal die große UMH. Ja. Darf ich mal? Ja. Okay, massiv. Massiv, genau. Das ist Messing der besten Güteklasse, weil es einen ganz hohen Siliziumanteil hat. Weil normalerweise, wenn du normales Messing nehmen würdest, hier ist es ja auch kein normales Messing, wie man sieht. Hier haben wir ja Blattgold, innen wie außen. Okay. Und hier haben wir den Siliziumanteil einfach höher. Das ist für den Hauswasseranschluss. Okay. Wenn ich jetzt Häuslebesitzer bin oder eine Eigentumswohnung habe, bevor sich das Wasser verteilt, kommt diese zum Tragen. Also prinzipiell ist es das gleiche Prinzip. Oder ein ähnliches Prinzip. Ähnliches Prinzip. Es ist dafür da, dass das Wasser in Bewegung kommt und dadurch belebter wird. Wie jetzt zum Beispiel im Bergbach im Vergleich zum stillen, langsam fließenden Bach bei uns hier. Sieht man, bei uns hier ist das Wasser relativ trüb, fließt langsam, ist eher vielleicht ein wenig geruchsintensiver. Ein Bergbach, der schnell fließend ist, viele Ecken und Kanten hat, Luft mit reinverwürfelt. Das nicht. Nein. Okay, wie verstehe ich es? Solange der Bach einen natürlichen Verlauf hat, Steine drin hat und sich winden kann, dadurch entstehen Verwirbelungen. Okay. Ja? Wie gesagt, bei der Emscher begradigt, passiert nichts mehr, da kann kein Wirbel mehr entstehen, egal welche Fließgeschwindigkeit ich da habe. So, aber der Unterschied zwischen den beiden zum Beispiel ist, das ist aus Kärnten vom Bernhard Rathäuser, der das entwickelt hat vor ungefähr 25 Jahren, glaube ich. Der hat im Kloster gelebt und da hatten die schlechtes Wasser und er sagte, wir brauchen eine Lösung hier. Und da der gute Herr, der Bernhard nämlich Ingenieur ist, sagt er, ich weiß nicht, die meisten werden es nicht kennen, aber ich erwähne es trotzdem, Granda, nach dem Granda-Prinzip, aber ich kann es besser. Bei Granda läuft es nur vorbei, das Wasser, und hier fließt es auch wirklich durch. Und wenn du mal hier reinguckst, da siehst du eine Schnecke. Eine Schnecke. Und du siehst an den Seiten, wenn du da reinguckst, wie mein Nachbar in Südamerika mit seinem 38er oder 45er Revolver. Genau, eine Trommel eben. Genau, eine Trommel. Ja. Und da sind dann nochmal extra Informationen drin. Heilige Wasser von Lourdes, eine Kartusche, dann Edelschungit. Verschiedene Informationen. Jede Patrone hat seine eigene Information. Ähnlich so, wie wir es hier haben. Okay. Ja, womit das Wasser in Berührung kommt. Und Wasser ist ja ein Informationsträger, nimmt Informationen auf. Und das passiert hier. Ja? Was passiert hier? Das passiert ja hier nicht. Ja. Das verwirbelt und implodiert. Das verwirbelt, implodiert und ist voller Information fürs Wasser. Neue Information. Habe ich einen Verschleiß? Nein. Okay. Bei der UMH muss ich wirklich sagen, ganz toll vom Bernhard, wenn es nicht wirken sollte, dass du meinst, keine Veränderung, hast du 6 Monate Rückgaberecht. Also ich kann mir die kaufen, kann die in meinem Haus installieren, kann die 6 Monate lang testen. Ja. Und kann 6 Monate lang wirklich, egal welche Menge Wasser, keine Beschränkung, einfach nutzen. Ja. Ja. Okay. Du sagst, hey, ich meine, 6 Monate ist natürlich, also das sind wirklich 6 Monate, aber ich sag mal, es kann sogar sein, dass in der ersten Zeit deine Leitungen sind einfach alt und die sind voller Dreck, verkrustet und so weiter. Was das Wasser kann, ist, wenn es dadurch verwirbelt wird und belebt wird, hat es eine, es verändert die Molekülstruktur. Das heißt, Stoffe, die noch haften an den Rohren innen, die sich seit Jahrzehnten da angesammelt haben, das kann sein, dass das in den nächsten 2 Monaten stoßweise aus deinem Wasserhahn kommt. Kommt auf einmal eine braune Brühe raus. Ja? Okay. Und du wunderst dich, oje, was ist das denn? Okay. Das sagen wir natürlich dann vorher dabei, dass das, und das ist ja auch gewünscht. Ja? Und wenn du natürlich ein Haus hast, wo du das relativ neu ist, dann empfehle ich das unbedingt schon vorher.
weil dann passiert das ja erst gar nicht. Weil zum Beispiel Kalk, der Kalk bleibt trotzdem drin, aber es wird so verändert, die Molekülstruktur, dass der Kalk nicht mehr haftbar ist. Ich habe es selber erlebt. Ja, in der Dusche vorher Kalk richtig krustig, schon nach nur ein paar Tagen, kaum abgekriegt, scheuern. Hierbei Kalk, ja, ein bisschen da, einmal mit einem Lappen drüber, abgewaschen und gut ist. Und so sieht es dann auch in den Rohren aus. Ja? Okay, wenn wir bei dem Thema in die Rohre sind, gibt es Rohre, wo ich sage, bringt nichts. Also alte Häuser, alte Metallrohre im Vergleich zu neueren Häusern und man sagt mit Kunststoffleitungen. Ist da ein Unterschied da? Würdest du sagen, man merkt einen Unterschied? Weil es wird doch wahrscheinlich auch sein, umso eher ich das Wasser danach abnehme, umso mehr Informationen sind noch erhalten. Oder sehe ich das falsch? Nee, es lohnt sich immer. Okay. Weil nicht jeder möchte ja immer direkt seine Leitung, sage ich mal, direkt wieder wechseln. Dann ist das natürlich trotzdem eine gute Lösung. Und wie gesagt, die gibt es ja auch fürs Heizungssystem. Mhm. Sag mal, du hast eine Fußbodenheizung. Ja. Also nicht nur, dass, wenn du eine UMH Heat davor setzt, ja, dass das Wasser ist ja ein geschlossener Kreislauf. Ja. Ja? Das ist ja immer das gleiche Wasser da drin. Ja. Und dieses Wasser, wenn du dann mal guckst, ist ja schwarz, also bei mir jedenfalls, schwarz war es, als du das aufmachst. Und nach nur 6 Wochen, ja, guckst du das Wasser nach mit einer Heat davor gesetzt und das Wasser ist glasklar. Okay. Aber es kommt kein neues Wasser rein hinzu. Es ist dieses Wasser, ist wieder glasklar. Wie kann denn das sein? Implosion, Verwirbelung und Information in Form von Kartuschen wie bei so einem Revolver, Patronen mit Informationen. Ja. Haben wir das Gleiche hier oder hier in unserer Energievitalisierungskartusche? Da haben wir Edelschungit, Information, Amethyst, Rosenquarz. Als allererstes kommt aber die EM-Keramik, um die schlechte Information zu löschen. EM-Keramik hat man auch in Tschernobyl gesehen, diese Mikroorganismen. Die sind fähig dazu, auch Radioaktivität zu neutralisieren. Das heißt, wir löschen erstmal die schädliche, die alte Information, weil Wasser ist auch ein Informationsträger. Ja? Okay. Und danach wird sie mit neuer Information bestückt quasi. Ne? Und das passiert hier bei der UMH auch. Hier jetzt nicht. Aber hier bei der UMH auf jeden Fall. Da wird neue Information, also auch ein Röhrchen mit heiligem Wasser, ja, mit gesegnetem Wasser da drin. Da kann man jetzt halten, was man will von, aber es ist hier drin. Ne? Mit vielen weiteren anderen Kartuschen, ja, die hier drin enthalten sind. Okay. Und deshalb, das macht das Wasser auch lebendig und lang anhaltend lebendig. Wenn ich vielleicht nur diese Variante hier hätte, kann ohne die Vortex, die eigentlich immer bei uns bei ist, ja, die das Wasser wieder verwirbelt und implodiert, könnte sein, dass das Wasser hexagonal wird, aber nach ein paar Sekunden, ein paar Minuten schon wieder zusammenbricht. Okay. Hiermit und hiermit, nach Viktor Schauberger, das waren 30er Jahren, 40er Jahren, von den Nazis instrumentalisiert, von den Amis hinterher entführt, ja, ein Genie, der herausgefunden hat, dass Wasser eben seinen natürlichen Fluss haben muss, dass es implodiert in diesen Strudeln und die Cluster wieder aufgebrochen werden können und wieder lebendig gemacht werden kann oder dadurch seine Lebendigkeit erhält und alte Informationen auch wieder gelöscht werden. Ja? Okay. Und das schaffen wir hiermit. Kannst du mir laienhaft, also für mich wirklich als Laie erklären, wie spüre ich das Ganze? Weil es ist ja nichts Sichtbares. Das Wasser wird nicht bunt, das Wasser schmeckt nicht anders. Ich sehe es nicht. Was passiert aber in meinem Körper damit? Was verursacht dieses Wasser mit meinem Körper? Naja, am Anfang, sage ich mal, wenn du so ein Wasser trinkst, warst du schon mal irgendwo in den Bergen, hast du schon mal Quellwasser getrunken? Ja, klar. Wie ist das? Wie schmeckt das für dich? Ich finde, es schmeckt, ja, natürlich. Es schmeckt einfach rein, es schmeckt gehaltvoll, es schmeckt, ich will nicht sagen intensiv, aber trotzdem irgendwie. Du trinkst schon, es gerne. Es ist einfach was ganz was anderes aus einem Bach, aus einem Quellbach, was zu trinken, auch wenn ich es bis jetzt immer gefiltert habe, wenn es wahrscheinlich nicht notwendig ist. Ja. Aber ich habe es immer trotzdem gefiltert, aber es ist
ein viel, viel aus dem Bach, das ist immer empfehlenswert. Und immer intensiveres Wasser einfach. Es gibt mir mehr Energie, würde ich es jetzt beschreiben. Ah, okay. So würde ich da beschreiben. Da wollte ich ja hin. So du hast es ja gerade selber gesagt. Ja. Es verschafft dir mehr Energie. Und warum kann es das? Das kann ich dir ganz genau erklären. Ja, weil lebendiges Wasser hexagonal ist. Ja? Masaru Emoto hat da ganz viele, wer es nicht kennt, einfach mal googeln, ganz viele Studien, die belegt sind, gemacht. Hexagonales Wasser, lebendiges Wasser aus einer artesischen Quelle, aus einem Berg, wo das Quellwasser herauskommt, ist lebendig. Und das ist zellverfügbar. Totes Wasser ist nicht zellverfügbar. Wenn der TCM-Meister oder Heilpraktiker dich da eine halbe Stunde hinsetzt und dir schlechtes Wasser gibt, schlecht in Anführungsstrichen Mineralwasser, was ja mit Druck abgefüllt ist, aber tot ist, unabhängig von den Inhaltsstoffen, es ist totes Wasser. Da braucht dein Organismus unheimlich viel Energie, um dieses zellgängig zu machen. Okay. Also es macht dich eher... Okay. Und gutes Wasser, was lebendig ist, ist sofort zellverfügbar und lässt dich vielleicht die erste Woche könnte sein, dass du Kopfschmerzen kriegst und dich gar nicht so gut fühlst. Herxheimer Reaktion, die auf einmal kriegst du so viel Wasser, weil die Zellen der Körper kriegen. Nicht damit umgehen Nein, kann? Entgiftung. Hohe Entgiftung. Du hast vorher, was weiß ich, wie viel Gifte eingelagert. Ja. Auf einmal kriegst du erst einmal wieder richtig gutes, lebendiges. Wer hat denn eine Quelle vor der Haustür? Keiner. Das ist richtig. Oder die wenigsten, oder die es haben. Bitteschön, herzlichen Glückwunsch. Weil das ist das A und O, lebendiges Wasser. Ja. Das ist zellverfügbar. Wir sprechen von dem vierten Aggregatzustand, den man entdeckt hat. Okay. Zellgängiges Wasser. Ich war lange Rohköstler mit meiner Familie. Okay. Ich brauchte gar kein Wasser mehr trinken. Warum? Weil die Zellflüssigkeit in den Früchten, in dem Gemüse, überall den vierten Aggregatzustand aufweist. Und ich sofort zellverfügbares Wasser habe. Ja? Okay. Nicht nur die Tomate. Egal, was ich an Obst oder Gemüse esse, hat fast 90% Wasseranteil. Okay. Ne? Und wir bestehen zu 70% aus Wasser, unser Gehirn 85% oder 90%, je nach Alter. Und da merken wir dann schon, dass es ganz wichtig ist, viel Wasser zu trinken. Also jetzt mal runtergebrochen für mich. Das Wasser, was ich damit produziere, was ich damit machen kann, ist für meinen Körper leichter aufzunehmen. Es bringt meinem Körper einfach mehr und er muss weniger dafür leisten. Genau. Weil unser Körper, unser Organismus ist ja ein Wunderwerk, muss man sagen. Ja. Ja, dass wir aus diesem toten Wasser zellgängiges Wasser machen können. Das macht der Körper aber nur so viel wie nötig zum Überleben. Deshalb spricht man auch vom Dehydrieren, trotzdem viele viel trinken. Das ist ein guter Einwand. Ja? Trinken. Ich muss das jetzt mal probieren. Okay, ich auch. Ich möchte dir jetzt einmal unser Wasser hier, vielleicht einmal, dass du das probierst. Wir haben heute natürlich 33 Grad und das Wasser steht natürlich schon seit gestern hier drin, weil gestern habe ich hier schon einen Vortrag gehalten. Ja? Also es ist nicht wichtig, viel Wasser zu trinken, sondern es ist wichtig, das richtige Wasser zu trinken, lebendiges Wasser. Ja? Das ist das Wichtige. Und es ist trotzdem, trotz der Temperaturen, trotz allem, was mit... In Anführungsstrichen steht ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit in der Karaffe. Steht schon seit heute Morgen hier. Ist trotzdem immer noch leichter für den Körper zum Aufnehmen, zum Verarbeiten, wie jetzt das normale Leitungswasser zum Beispiel oder das Wasser aus irgendeiner Flasche, wo ich von irgendeiner Firma kaufe. Ja, wie gesagt, außer Lauretana kenne ich, gibt es vielleicht nur ein, zwei andere Marken, die das nachweislich haben, ohne Druck abgefüllt. Also die Flaschen werden ohne Druck abgefüllt. Da sprechen wir dann auch von lebendigem Wasser. Alle anderen Mineralwasser sind mit Druck abgefüllt. Okay. Totes Wasser. Eigentlich tot. Okay. Egal ob Leitungsdruck, Umkehrosmose oder aber auch, was habe ich gesagt? Leitungsdruck, Umkehrosmose. Rechte Winkel natürlich. Publikum und ist gut. Aber auch der Druck wie Flaschen. Genau, Flaschenwasser abgefüllt wird immer mit Druck abgefüllt. Das ist totes Wasser. Okay. Also egal wie gut die Inhaltsstoffe sind, Prost. Prost. Also da hat der Klaus reingepinkelt. Nicht so schlimm.
apropos reingepinkelt, trotzdem. Ja. Salz kann sie nicht. Salz rausfiltern kann sie nicht. Gut. Also gewisse kleine Mengen auf eine größere Literanzahl, wie als wenn da jetzt zum Beispiel eine Regentonne... Mineralien ja. generell bleiben erhalten hier ja. bei diesen ja. Systemen. Ja? Bei unserer Home, also für zu Hause Untertischgeschichte, die Urquelle ja. Diamant, ja. Ja, die übrigens auch beim Klaus erhältlich sind, muss man sagen. Also nicht nur die Outdoor-Geschichte, er hat natürlich auch unsere Lösung für zu Hause, fürs Leitungswasser. Da werden alle Mineralien auch rausgezogen. Okay. Das ist auch gewünscht so, weil wir, die Umkehrosmose kann ja nicht unterscheiden. Ja, ach, die guten Sachen lasse ich drin, die schlechten nehme ich raus. Da wird einfach radikal alles rausgenommen. Einfach mal raus. Genau. Wasser ist kaputt und tot. Jawohl. Muss man einfach zugeben. Wer was ja. anderes erzählt an dieser Stelle, ja. spricht nicht die Wahrheit. Ja. Deshalb sagen wir ja, wir fangen erst nach der Umkehrosmose an, da wieder das Wasser lebendig zu okay. machen. Okay. Remineralisieren, vitalisieren, energetisieren und vor allen Dingen verwirbeln. Mhm. Nochmal, der goldene Schnitt, für den, der es schon kennt oder noch nicht gehört hat. Ganz wichtig, die heilige Geometrie ist mit angewandt. Die Blume des Lebens haben wir auch mit da drauf. Ja, da haben wir dann noch einige Extras, die man dann mal auf unserer Seite oder bei dem lieben Klaus noch mal erfahren kann, wenn man ihn mhm. anspricht. Und genau, deshalb Leitungswasser, Urquelle Diamant, Outdoor-Bereich würde ich jetzt hier eher angesiedelt sehen. Okay. Ich wollte von dir noch mal wissen, wie empfindest du das Wasser, das, was du jetzt hier gerade trinkst? Ich kann es fast nicht glauben, dass das Wasser ist. Weil es ist wirklich geschmacksneutral. Es ist aber auch nicht wie Leitungswasser. Bei Leitungswasser hast du ja immer irgendeinen Geschmack. Wenn es leicht chlorig ist oder irgendwas hast du immer drinnen, was ich hier nicht habe, würde ich geschmacklich an ein gefiltertes, gutes Bachwasser erinnert es mich an ein ja, Quellwasser. Wenn es jetzt, ich sag mal, wir haben hier 33 Grad und deshalb ist von der Temperatur gerade nicht so, wie es sonst ist, weil wenn wir wirklich aus einem Bach oder so das Wasser ja, und nicht hier aus dem Zylinder rausfiltern, ist es natürlich auch kühl. Ne? Das ist jetzt gerade natürlich das, was fehlt ein bisschen, dass es nicht ganz kühl ist. Ne? Aber ansonsten finde ich, aber es ist, könntest du das bestätigen? Es ist wahnsinnig dass das sanft, es ist weich. Ja, weich, nicht überhaupt nicht wie Leitungswasser, aber in keinster Form, dass es so eine Brühe vorher war. Also es ist nicht vergleichbar. Es ist wirklich, naja, das ist ja unser menschliches wirklich, Auge nochmal auch. Ne? Aber, faszinierend. Genau, aber du schmeckst jetzt auch nicht den Klaus da raus. Nein, ich schmecke den Klaus nicht raus. Und jegliches andere, was ihr da reingeschüttet habt, ist faszinierende Art und Weise. Also gar nicht, wirklich gar nicht. Super. Es ist absolut neutral. Also deshalb sagen wir ja auch, ne, und sagen ja auch, unser Wasser ist lebendig, wie aus einer Urquelle oder wie aus einer Bach- oder Bergquelle. Und bis auf die Temperatur gerade, würde ich sagen, schmeckt es auch so. Könntest du das so bestätigen? Ja, definitiv. Okay. Definitiv. Definitiv. Ich freue mich auch drauf. Dann würde ich noch mal zu dir, zu einem anderen Thema noch mal kurz kommen. Ja. Und zwar möchte ich noch mal kurz erwähnen, dass zum Beispiel die UMH Master für den Hauswasseranschluss, warum die so wichtig ist. Ja. Die hatte ich vorher auch nicht. Mhm. Ja. Und ich hatte vorher nur meine Urquelle Diamant direkt unter der Spüle. Okay. Und da natürlich das Leitungswasser auch zu Urquellwasser gemacht wird. Und bin ich super zufrieden mit. Mhm. Aber in meiner Dusche, in meiner Badewanne, wir sind aus Südamerika Quellwasser gewohnt zum Baden, zum Duschen und kommen dann zurück nach Düsseldorf. Super hartes, kalkhaltiges Wasser. Macht keinen Spaß danach. Ja? Ja. Meine Haut wird rissig, spröde, trocken. Ja. Ja. UMH Master drin und das Wasser ist richtig weich aus den Wasserhähnen heraus. Also aus jedem Hahn, der in meiner Wohnung, in meinem Haus ist, kommt richtig tolles Wasser raus, weiches Wasser raus. Und meine Haut bedankt sich dafür. Ja, und es ist wieder ein ganz tolles Erlebnis, bei mir zu Hause duschen gehen zu dürfen. Es ist aber nicht die Alleinlösung für mich. Ja, für mich. Ja. Ja.
Es verändert die Molekülstruktur. Kalk ist nicht mehr haftbar. Viele sagen auch im Organismus, es ist halt durchlässig. Ich möchte trotzdem wissen, mein Trinkwasser, möchte ich einfach meine Quelle dort haben aus meinem Wasserhahn Untertisch. Okay. Ein Untertischgerät, also zusätzlich. Ja. Hätte eine Frage dazu noch. Ja. Das ist eine Lösung, wenn ich Eigenheim habe. Ja. Wie würde eine Lösung in der Mietwohnung ausschauen? Habe ich eine Möglichkeit zu sagen, ich klemme jetzt rein an meiner Dusche? Das irgendwie mit zwischen, gibt es da eine Lösung? Also es kommt ja darauf an, wenn du eine Etagenwohnung hast, ne, ja, wo du das zwischensetzen kannst, geht die ja auch. Hm. Hast du das nicht, ja, dann gibt es natürlich, ich habe jetzt solche Lösungen vorher gehabt. Ja. Da hatte ich, wir haben zwei Waschbecken, ein für meine Frau, eine für mich. Da habe ich das dann natürlich dran gehabt, ja. Okay. Oder aber, zack, 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 abgemacht an meinen Duschkopf, wo ich mich mit dusche, habe ich das dann benutzt. Okay. Das geht, du hast dann natürlich nicht mehr dieses breite Duschgefühl, aber das war mir total egal, weil es einfach sich so anders und so viel besser anfühlt. Okay. Ja, außerdem sah es genial aus bei den, ich habe so indische Flusssteinbecken und dann noch schön Wasserhahn und dann am Ende die beiden Kugeln. Aber darum geht es ja nicht ums gut aussehen, sondern einfach, es hat ist richtig effektiv, was das die Weichheit des Wassers, du merkst einfach, du hast gutes, lebendiges Wasser auf der Haut. Okay. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ja, weil es eben der Gedankengang ist bei mir, wenn wir in die Berge im Urlaub sind, sagt meine Frau immer, es ist so herrlich, wenn sie duschen und die lange Haare auswaschen tut, weil es einfach viel leichter auch das Shampoo mitnimmt, das Wasser. Genau. Und da war jetzt mein Gedankengang, wäre das auch hier möglich, wenn ich sowas dazwischen. Ist absolut so. Meine Frau hat vorher, weil wir ja nur die Urquelle Diamant in Anführungsstrichen nur hatten, hat sich immer unsere Emaille-Schüssel voll gemacht mit dem Wasser und sich da ihre Haare gespült drin. Okay. Das braucht sie jetzt nicht mehr machen, weil so eine UMH Master jetzt als Hauswasseranschluss natürlich das überflüssig macht. Sehr gut. Ist gut zu wissen. Also duschen, baden, mega genial. Ja? Okay. Und Trinkwasser, eine Quelle zu Hause, ist doch nur wünschenswert. Würde ich jedem gönnen. Und da muss ich auch wirklich sagen nochmal, Klaus, da haben wir auch eine Lösung, auch für die Menschen, die jetzt nicht das Geld so locker sitzen haben. Viele holen sich ein Handy für 100 Euro, 70 Euro im Monat. Ja, bei uns kann man dann über eine Finanzierung, weil wir wirklich die erste Firma, Wasserfirma sind, wo das als medizinisches Produkt gilt. Wir haben also eine Finanzierung über eine medizinische Bank. Okay. Da können auch Rentner und auch Selbstständige werden finanziert, was sonst nie geht. Ja, wir hatten vorher eine andere Finanzierung. Ja. Erstens mal lag die bei zwischen 11% und 12%. Mhm. Wir haben hier die Möglichkeit, wenn wir die in einem Jahr bezahlen, zu 0% Zins anzubieten. Okay. Oder aber, wenn wir einen längeren Zeitraum benötigen, weil die Rate niedriger sein sollte, für 65 Euro zum Beispiel, dann zu 7,9%. Also auch, und das finde ich doch, wenn man dann, sage ich mal, diese Qualität, jeder setzt natürlich seine eigenen Prioritäten, muss man sagen, ne? Handy oder gutes Wasser, will ich nur noch mal so sagen, haben wir auf jeden Fall eine ganz tolle Möglichkeit mittlerweile. Da sind wir ganz stolz drauf. Gut zu wissen. Für mich die Frage einfach noch mal in den Raum gestellt, Gruppe, die wandern geht und wandern, sagt, sie will Strecke machen, ist der Einsatz der Rucksack? Der große Koffer ist der Einsatz, ich sage zum Beispiel Camp, wo ich sage 20 Personen zum Beispiel. Ganzes Dorf, Krankenhaus. Okay. Wo ich wirklich sage, eine große Menschenmenge, die ich mit klarem, gesundem Wasser versorgen möchte. Naja, ich bin ja nur als Familie und habe den unter meinem Bus in der Küche. Egal wo, egal was, ich kann das Wasser problemlos filtern, aufbereiten, habe danach für mich komplett gesundes Wasser. Ja. Und der Unterschied von diesem Koffer zu diesem Koffer ist nur die Zusammensetzung der Filter. Ja. Ich lasse nichts weg an Filtration. Nein. Ich habe nur etwas geringeren Durchfluss. Betonung liegt auf etwas, weil wie viel 1000 Liter sind es hier? Nicht geringeren Durchfluss, sondern ich habe hier die Keimsperre und den Kohleblockfilter in einem. Aber der macht doch ein paar tausend Zyklen weniger. Weniger, aber ich habe trotzdem 1,3 bis 1,5 Liter die Minute. Okay, also die Durchflussmenge ist identisch. Ist identisch, ich habe die gleiche Ausbeute. Nur Filterwechsel. Filterwechsel ist eher. Okay, die Filter kriege ich bei euch. Die Filter kann ich auf Vorrat legen. Und die sind auch so verpackt, dass ich mir selbst jetzt sage, in meinem... 10 Jahre, kein Problem. Kein Thema. Okay,
Der einzige Unterschied noch ist hier, viele haben ja das Thema, auch ein ganz wichtiges Thema nochmal, gut, dass du das ansprichst. Ich, einen Monat fahre ich mit meinem Expeditionsfahrzeug, dann 5 Monate nicht. Dann kann man hier den Kohleblockfilter rausnehmen, trockenstellen, wieder zumachen. Ja. Dann spüle ich das System nochmal durch mit Chlordioxid, empfehle ich. Dazu kann man dann den Klaus oder uns nochmal ansprechen. Chlordioxid zerfällt zu Wasser, Salz und Sauerstoff, ist also total unbedenklich. Also der ganze Schrott, der sonst so im Netz verkauft wird für Tanks und für Campervans oder für Caravan, da würde ich immer empfehlen, bitte zu Chlordioxid. Das wird nämlich ab 14 Grad gasförmig, kriecht in jede Ecke rein und tötet alle Keime und Bakterien. Und so wird der Tank und auch das System jetzt hier bakterienfrei gehalten. Außerdem haben wir auch noch eine Keimsperre. Ja. Also wir haben die Kartusche hier rausgenommen, die steht trocken. So, einmal nochmal durchspülen mit verdünntem Chlordioxid, danach wegstellen. Wenn ich dann wieder benutzen möchte, mache ich wieder erst mit Chlordioxid durchspülen, den Carbonitfilter wieder reinmachen und super. Okay. Let's go. Hierbei ist das anders, weil wir hier eine Kombination haben und dieser Filter hier immer im Wasser stehen muss. Der darf nicht trocken werden. Das heißt, hier lasse ich das Wasser drin, die Stöpsel kommen rein, wenn ich es nicht mehr benutze, mache das Gleiche, vorher einmal Chlordioxid und dann die Stöpsel rein, stelle ihn weg. Wenn ich ihn wieder benutzen möchte, schließe ich an und mache auch, spüle ich richtig viel Wasser durch mit Chlordioxid nochmal und danach kann ich ihn wieder benutzen. Ja, ich hoffe, euch hat der Beitrag, der Vortrag gefallen. Nochmal zum Abschluss, einmal nochmal darauf eingehen. Also für egal welchen Bereich, hier beim Outdoor Klaus oder auch bei der Urquelle, haben wir für jeden Bereich etwas. Einmal für unterwegs als Rucksack oder aber auch die Lösung Dörfer, Krankenhäuser, wie auch Expeditionsfahrzeuge, Campervan oder aber auch Hauswasseranschluss mit der UMH oder Untertischgerät für Leitungswasser haben wir hier alles abgedeckt. Und jeder kann sich dann ja den Bereich aussuchen, an dem er sich angesprochen fühlt. Und ich hoffe, ich konnte das jetzt mal ein bisschen näher bringen hier. Und bitte jetzt nochmal den Klaus nochmal zu mir zu kommen, damit wir hier auch heute nochmal einen Abschluss finden. Ne? Ja, also, ich sage auch nochmal danke für den spitzen Vortrag. Ich hoffe, das hat allen gefallen und jederzeit gerne. Vielleicht das nächste Mal ja über Chlordioxid. DMSO, oder Wasserstoffperoxid. Oder was auch immer. Zeolit und so weiter. Wäre auf jeden Fall spitze. Okay. Ja. Freuen uns. Wir trinken jetzt noch einen Schluck. Wir trinken noch einen Schluck und vielen Dank. Also.